Dude, was machst du? Was machst du? Nein! Lass mal ein paar Kommentare lesen. Was ist der Unterschied zwischen einer Lauchsuppe und Bardo? Und damit, hey Leute, Bardo hier und willkommen zu der Versuch, keine spitzigen Hände zu kriegen Challenge. Ist ein doofer Name, aber mir fällt kein besserer ein. Und in der Challenge gucken wir uns ein paar Videos an, wo ein paar Menschen sehr dumme Sachen machen, wo es um Höhe geht. Also wer Höhenangst hat, sollte das Video hier vielleicht nicht gucken. Der hat bestimmt nicht nur schwitzige Hände, der Typ gerade. Er ist auch barfuß. Okay, er kann wahrscheinlich das Seil besser fühlen, wenn er barfuß ist. Alter. Slackline nennt man das, ne? Wenn man über so ein Seil wandert. Gut, er ist abgesichert. Er hat ein Seil, also er fällt nicht ganz runter, wenn er fällt. Alter, es ist trotzdem schon richtig krass. Hier ist ein Video von Typen unter Wasser. Was soll denn passieren? Ein Hai wird ganz nah an ihn vorbeischwimmen. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer dass ein Hai gleich ganz nah an ihn vorbeischwimmt. Oder was Größeres als ein Hai, aber ich denke mal. Oh Gott, oh! Oh! Okay, das Video ist nicht familienfreundlich. Okay, ein Typ, der wo hochklettert. Auch barfuß. Alter. Das schwimmt vor allem jemand, dass er nicht auf den gesprungen ist. Was ist mit diesen ganzen Leuten, die barfuß irgendwo runterspringen? Gehört das dazu? Okay, das sieht noch nach einem dummen Video aus. Das sieht, ja, das sieht noch nach einem dummen Video aus. Dude, was machst du? Was machst du? Nein! Oh Gott! Wie knapp das auch war! Was? Warum springst du da runter? What? Wie ultra knapp das am Steg war. Warum springst du nicht in eine andere Richtung, wo kein Steg ist? Ah, der hat einen Wingsuit an, oder? Oder? Nein, hat er nicht. Er fällt auch einfach in den Stein. Don't. Don't. Trägt er wenigstens Sandalen? Ich glaube, er trägt wenigstens. Ne, er ist auch barfuß. Ne, er trägt Sandalen. Er trägt Sandalen. Der Erste, der nicht barfuß irgendwo runterspringt. Oh, das ist. Okay, das Video kenne ich sogar. Ja. Weil es so mega knapp am. Ach, das ist. Ach. Der muss mal. Ich weiß nicht, der springt halt immer kacke. Er ist immer so ganz nah am Steg und an Stein. Was. Warte, warte. Da kann man doch nicht runterspringen. Da kannst du doch nicht hinspringen. Es muss irgendein Russe sein. Ich glaube, kein anderer ist so wahnsinnig und springt. Ich sag Russe. Jetzt springt er in den Pool von da. Ja, sah aber noch. Also mit dem Pool sah jetzt noch am ungefährlichsten aus, ehrlich gesagt. Okay, er ist im Fallschirm und. Okay, er hat irgendein Problem. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Der Fallschirm übersteckt sich, oder was? What? Wo bin ich hier gelandet? Was ist das für ein Video? Hier ist niemand gestorben im Video, muss man dazu sagen. Ansonsten wäre es hier nicht hochgeladen. Alle, die hier sind, haben es überlebt. Vielleicht mit ein paar Verletzungen, aber dann geht es inzwischen gut. Also nur als Entwarnung, sonst wäre es hier nicht hochgeladen. Oder es stand in den Kommentaren irgendwie, Person XY ist gestorben. Steht da nicht. Alle überleben hier im Video. Ah, Russen! Russen, sehr gut. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich wollte nicht wirklich da lang fahren. Okay, gut, nee, macht ruhig. Macht ruhig, euer Russending. Macht das, was Russen so machen. Ach, sie können doch nicht lang fahren, sondern müssen immer. Oh, okay, jetzt fahren sie. Ich glaube, das war so nicht gedacht.
Er will bremsen, aber er kann nicht bremsen, weil das Seil ist zu heiß. Okay. Okay, Alter. Alter. Ich weiß aber auch nicht, was der Plan von ihnen war. Wollten die sich da lang hängeln? Und sie sind jetzt aber abgerutscht. Das Ding rascht. Oh Gott. Er kann nicht bremsen mit der Hand. Kann er einfach nicht. Jetzt ist er dagegen gekommen. Alter. Okay, ich springe mit dem falschen runter, weil das zu stressig ist, oder was? Ja, okay. Ja gut, verständlich. Wäre mir auch zu stressig. Da wäre ich auch lieber mit dem falschen Muster gesprungen. War vielleicht sogar der Plan von Anfang an, aber... Alter, oh Gott, das war auch knapp. Okay, das Video kann ich mir nicht geben, ey, das ist zu krass. Das ist zu krass. Geht die Brücke jetzt kaputt? Die bounce so komisch. Oder springt irgendwie ein Alligator hoch oder so. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Die Brücke geht kaputt. Kommt noch ein Alligator dazu, dass wir beides haben, oder? Nee. Oh, die Brücke hat sich umgekippt, oder was? Nee, die ist kaputt gegangen. Oh Gott. Holy shit! Holy shit! Oh my god! Oh my god! Alter! Oh, ich glaube, der hat den Motorradfahrer nicht gesehen. Oh Gott, ey. Wow. Wow. Wow, wir halten ihn fest. Geht's da tief runter, oder was? Wenn ja, ist es keine gute Idee, da überhaupt lang zu sliden. Oh oh. Oh oh. Der Fallschirm dreht sich. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut, so wie der fällt. Nein. Ich glaube, das ist gerade nicht gut. Alter. Okay. Nee. Alter, der... Oh. What? Entdreht er sich noch oder war es das? Okay, nach diesem Video will ich auf keinen Fall jemals Fallschirm springen oder darüber nachdenken, Fallschirm zu springen. Oder mit Russen irgendwo runterspringen. Okay, er hat's hingekriegt irgendwie. Es ist tausendmal überschlagen, aber er hat es irgendwie hingekriegt, dass es sich enthedert. Und er landet halbwegs safe. Okay, ja gut, er hat Glück gehabt. Good job, good job. Okay. Das finde ich einfach lustig. Weil guck mal, hier ist es ein Rennen. Er ist als Erster, er ist ganz vorne. Finale Kurve. Oh, ich bin am Gewinn. Er ist genau hinter mir. Oh Gott, ich drehe mich in. Oh nee, war geplant. War geplant. Er ist einfach am Ende nur ein cooler Move. Kann man machen. Gut, Leute, während hier jetzt dieses Video mäßig rund läuft, schreibt mal in die Kommentare, wie schwitzig eure Hände waren im Video. Ich werde euch das Reddit auch mal verlinken in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch ja selbst mal durchklicken durch ein paar Videos oder Bilder, wenn ihr Bock drauf habt. Und. Ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.